Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Herzlich willkommen auch, Herr Professor Dr. Hadic. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne, Sie sind aus Hannover hierher gekommen. So ist es. Mit dem Zug. Ich habe nachher noch das Vergnügen, Sie wieder zum Bahnhof zu fahren. Ich danke Ihnen wirklich ganz herzlich, dass Sie diese Fahrt auf sich genommen haben, um hier zu uns zu kommen. Wissen Sie, wenn man sieht, wer schon alles bei Ihnen hier gesessen ist, ist das eine große Ehre, hier bei Ihnen zu sein, und vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich weiß nicht genau, womit ich das verdient habe, aber... Danke sehr, aber die Ehre ist ganz meinerseits. Vor wenigen Jahren noch war die WHO, also die World Health Organization, vielen Menschen kaum wirklich bekannt. All das änderte sich aber 2020, als die WHO innerhalb kürzester Zeit zu einer der wichtigsten Institutionen wurde, die mit ihrem Handeln und ihren Empfehlungen in der Corona-Zeit das Schicksal von Milliarden Menschen lenkte. Dazu spreche ich heute mit Herrn Professor Dr. Dr. Martin Hadic, der davor warnt, die WHO könnte bald eine noch viel weitreichendere Gesundheitsdiktatur ausrollen. Zu Herrn Dr. Hadic noch ein paar Worte, da könnte man zwar noch viel mehr sagen. Herr Professor Dr. Dr. Hadic, Sie sind Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin. Ihre Expertise umfasst die Untersuchung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten sowie die Entwicklung von Präventionsstrategien. Sie sind Mitglied im Verein Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, abgekürzt MWGFD. Und waren Teil des außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses ACU, der die Geschehnisse der Corona-Zeit untersucht hat. Eine wilde Zeit muss das gewesen sein, kann ich mir vorstellen, mit viel Widerstand. Sagen wir mal so, es hat sich sehr schnell zusammengesintert, wer hier den Mut hat aufzustehen und die Kraft daraus genommen hat, aus der Erkenntnis, dass hier etwas verdammt schief läuft. Mhm. Und vor allem, dass es jetzt nicht nur um ein Geschäft geht, das war primär nicht so wichtig, aber dass es gegen die Bürger dieses Landes gerichtet ist. Und da muss man aufstehen. Müsste man. Viele Leute denken ja aber auch, es ging nur um die Gesundheit des Landes und ihrer Bürger. Und deswegen gab es ja auch eine Bratwurst dafür, wenn man sich einem Genexperiment unterzieht. Vor kurzem haben Sie auf einem Symposium zahlreiche Mediziner gefordert, dass die Pläne zur Erweiterung der Macht der WHO unbedingt verhindert werden müssen. Wer ist die WHO eigentlich? Wer kontrolliert sie und wer finanziert sie? Die WHO ist eine sogenannte Non-Governmental Organization, eine NGO, und ist als Verein eine Unterabteilung der UNO, also der Vereinten Nationen. Das möchte ich jetzt durchaus bewusst so sagen, das Perfide an diesem Konstrukt ist, dass es de facto zumindest keine externe Kontrolle dieses Vereins gibt. Und die Finanzierung resultiert aus Pflichtbeiträgen der Mitgliedstaaten, die in ungefähr deckungsgleich mit den Mitgliedstaaten der UNO sind, mhm, und aus freiwilligen Zuwendungen, die einerseits von Staaten kommen und andererseits aber aus der privaten Wirtschaft. Und da hat natürlich die Pharmaindustrie ein ganz großes Wort mitzusprechen. Das heißt, die WHO, wenn man das jetzt etwas pointiert sagen möchte, hängt am Gängelband der pharmazeutischen Industrie. Mhm. Ist das nicht eine fragwürdige Verbindung, wenn man davon ausgeht, dass ja die WHO in Zukunft Gesundheitsnotstände ausrufen sollte, die wiederum quasi das Benzin auf das Feuer der pharmazeutischen Mühlen sind, um neue Produkte auszurollen, um möglicherweise ein Geschäftsfeld zu schaffen? Somit ist das ja quasi, das eine könnte wiederum dem anderen dienen, das Geschäft anzukurbeln. Ist das abwegig, sowas zu sagen? Nein, es ist noch schlimmer. Es ist noch schlimmer deswegen, weil sozusagen man nicht darauf angewiesen ist, auf die Kooperationswilligkeit der anderen, sondern international spricht man von einem sogenannten Revolving Door, also von einer Drehtüre. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Leute zwischen den Zulassungsbehörden, der pharmazeutischen Industrie und der WHO rotieren. Ein gutes Beispiel dafür ist der aktuelle Chefwissenschaftler der WHO, ein gewisser Herr Jeremy Farrar, der vorher Vorstandsdirektor des Wellcome Trust war.
Also, und da sind die Leute hemmungslos. Frau Emma Cook als Vorsitzende der Europäischen Arzneimittelagentur war offiziell in den 90er Jahren Lobbyist in der Pharmaindustrie. Mhm. Das meinen Sie also mit Rotation? Also Sie rotieren zwischen den unterschiedlichen Branchen. Ja, und Ähnliches ist auch bekannt von der FDA, also von der Food and Drug Administration, also der Zulassungsbehörde in den USA, wo oft die Leute einmal ein paar Jahre durchdrücken, ich sage es mal so, weil ja die Gehälter, die Staatsgehälter jetzt nicht besonders hoch sind, sie damit aber Einblick in die Mechanismen bekommen und dann in die pharmazeutische Industrie hinaus rotieren. Mhm. Also das ist leider Gottes gang und gäbe. Genau genommen sollte es hier ja sozusagen eine Unvereinbarkeit geben. Das heißt, wenn man einmal in einem Bereich gearbeitet hat, darf man eigentlich rein ethisch oder moralisch in einem anderen Betrieb gar keinen Job annehmen. Das wäre eigentlich ein Ausschlusskriterium. So sollte es eigentlich sein, ja. Wenn wir uns die Entscheidungsprozesse anschauen, erstens mal, wer entscheidet bei der WHO und ist das, wir reden ja immer von Demokratien und Demokratie erhalten und Demokratie schützen, das sind ja so ganz große Schlagworte, die wir immer wieder vernehmen von der Politik. Ist das denn ein demokratischer Prozess? Sind das Ärztegremien, die nachher abstimmen, um eine Entscheidung für sich durchzusetzen? Oder wie läuft das? Es gibt einmal pro Jahr eine Generalversammlung der WHO. Also die World Health Assembly, WHA, war dieses Jahr Ende Mai in Genf. Und in dieser Generalversammlung ist jedes Land mit einer Stimme vertreten. Ja, es heißt also, one country, one voice. Mhm. Das aus meiner Sicht also völlig skurrile und undenkbare ist, dass diese Leute überhaupt nicht demokratisch legitimiert sind. Die sind nicht gewählt. Wissen Sie, wäre die WHO auch weiterhin nur ein Empfehlungskriterium oder ein Empfehlungsgremium, Entschuldigung, und würde anhand vorgegebener Kriterien Dinge entscheiden, dann sage ich mal ganz salopp, ist es egal, wer dort die Hand hebt. Mhm. Ja? Wenn aber hier dieser Machtzugewinn, also im Englischen spricht man vom Power Grab, ja, dieser Machtzugewinn angestrebt wird, dann wird die Ermächtigung der WHO ja plötzlich ein Entscheidungsprozess, der im schlechtesten aller Fälle auf die Gesundheit jedes einzelnen Erdenbürgers einen Effekt hat. Und hier sitzen also nicht gewählte Vertreter der Länder drinnen, die meistens innerhalb des Landes nicht einmal bekannt sind, und heben dort die Hand, um eventuell, ich sage mal jetzt das bisschen bösartig, unser Schicksal zu besiegeln. Wer wird gewählt? Es wird gewählt der Director General, also der Generaldirektor. Das ist im Moment der Dr. Tedros Ghebreyesus, ein Äthiopier, der selbst kein Arzt ist. Man kann immer darüber diskutieren, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass Ärzte in solche Funktionen kommen. Ich persönlich hielt zum Beispiel auch für den Bereich des Gesundheitsministeriums und mich damit automatisch auch auf dem Spiel, obwohl ich gar keine politische Karriere anstrebe. Aber ich glaube, Gesundheitsministerien sollten von Gesundheitsökonomen geleitet werden. Ja. Weil es ist ja immer auch die Verwaltung von Steuergeld, die verantwortungsvoll zu erfolgen hat. Und da haben Gesundheitsökonomen eigentlich den größten Einblick. Also quasi die Managerrolle dann in genau. seiner Form. Aber jetzt ist ja überall bekannt, dass er bei der äthiopischen Rebellengruppe Tigray People of Liberation Front tätig war, in welcher Form auch immer. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ungewöhnlich, dass man einen Rebellenkämpfer im Zweifelsfall, ich weiß nicht, ob er dort vielleicht auch in der Managementrolle tätig war, dass man so jemanden dann an der Spitze der WHO sieht. Die Tigray People Liberation Front wurde vom Staat Äthiopien, zumindest über eine gewisse Zeit, als terroristische Vereinigung deklariert. Und er hat in dieser Vereinigung eine führende Funktion inne gehabt. Ich wollte ja nur noch ausführen, aber man kann das gerne auch, sage ich jetzt mal, vom Ablauf her umdrehen.
Sie fragen sich, wieso so eine Person in so eine Spitzenfunktion kommt. Und mit der gleichen Frage, oder ich kann die gleiche Frage stellen, wieso wird ein Herr Scholz Bundeskanzler des wirtschaftlich, zumindest damals wirtschaftlichen stärksten Landes Deutschlands? Wieso wird ein Herr Habeck Wirtschaftsminister? Und wieso wird eine Frau Baerbock Außenministerin? Und die Antwort darauf ist, und das gilt in gleicher Art und Weise auch für einen Dr. Ghebreyesus, ganz einfach. Das sind Leute, die selbst zu wenig Sachverstand haben und deswegen angewiesen sind auf Einflüsterer und die häufig auch eine, zumindest was jetzt die Ausübung des Berufes als Repräsentant eines Staates oder einer Organisation, zu hinterfragende Vergangenheit haben und damit eventuell auch, ich sage im weitesten, erpressbar sind. Mhm. Ich meine, ich glaube, es ist offensichtlich, würde ich sagen, und das meine ich jetzt auch gar nicht böse, dass man als Kinderbuch-Co-Autor oder als Trampolinmädchen nicht die Gehälter verdienen kann und nicht den Einfluss hat und nicht die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit wie als Minister. Und Ähnliches gilt auch für den Dr. Ghebreyesus, der, selbst wenn er im Gesundheitssektor in Äthiopien geblieben wäre, bei weitem nicht die Macht und das Geld gehabt hätte. Und wir wissen ja mittlerweile, ich glaube, da spreche ich ja ein offenes Geheimnis aus, dass es Methode geworden ist, möglichst schwache Leute in sogenannte Entscheidungspositionen zu heben, weil damit sozusagen dieser Marionettencharakter ja wesentlich leichter umsetzbar ist. Und da stehen wir, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, dafür reicht ein Blick in die USA gerade und auf Joe Biden, der, und das ist wahrscheinlich faktisch so, wenn er morgens aufwacht, seinen eigenen Namen nicht mehr kann, dass das absolut ein Marionettencharakter ist, der auch gar nicht mehr bestreitbar ist. Ja? Man stellt sich ja die Frage, wie ist dieser Mensch die letzten Jahre in der Lage gewesen, die Amtsgeschäfte zu führen, wenn er bei einer einfachen Rede ständig ins Stocken kommt, nicht mehr weiß, von was er eigentlich redet, Menschen verwechselt, die in seinem engsten Umkreis sind und so weiter. Also ich denke, das ist absolut so, was Sie hier schildern, und es tritt immer häufiger auf oder es fällt uns vielleicht auch als Bevölkerung auf. Ja? Wer weiß, wie lange das schon der Fall ist. Seit wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, wird es offensichtlich. Mhm. Ich denke, dass das durchaus auch vorher schon so war. Wobei ich schon glaube, ich habe ja, wenn ich jetzt hier in Deutschland arbeite, darf ich sagen, Migrationshintergrund, ich bin ja aus Österreich und habe durchaus mit großer Hochachtung und Ehrfurcht auch auf ehemalige Politiker in Deutschland geschaut, Richard von Weizsäcker zum Beispiel, nicht? Das waren meiner Empfindung nach, vielleicht war da auch was faul, aber meiner Empfindung nach waren das herausragende Persönlichkeiten, ganz abgesehen davon, dass selbst, ich will es nicht als Nestbeschmutzer dastehen, aber wenn ein deutscher Fußballer ein Interview gibt, das noch immer um Klassen besser ist, als wenn ein österreichischer Politiker was sagt. Also das muss man auch dazu sagen. Also die Beherrschung der deutschen Sprache ist bei uns keine Grundvoraussetzung, um ein politisches Amt ausüben zu können. Ich denke, das gilt für beide Länder gleichermaßen. Mittlerweile vielleicht, ja. Wir sprachen vorher kurz vom Pandemievertrag und das ist auch ein großes Thema. Es ist aber ein bisschen so wie der Kryptomarkt. Alle sprechen von einem Begriff, ohne wirklich zu verstehen, um was es dabei geht. Was beinhaltet dieser Vertrag und welche Macht würde es der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, geben, wenn dieser Pandemievertrag, der meines Wissens nach jetzt erstmal abgelehnt wurde, wenn dieser zu tragen kommen würde? Über den Pandemievertrag hätte bei dieser 77. World Health Assembly abgestimmt werden sollen. Dieser Plan wurde dann ad acta gelegt, weil klar war, dass er so nicht durchgeht. Das wurde als großer Triumph gefeiert. Warum? Weil dieses Vertragswerk über die Zustimmung aller Länder die WHO, und da muss man sagen, nein, eigentlich nicht die WHO, sondern eigentlich den Generaldirektor der WHO als Einzelperson ohne Haftung,
ohne Verantwortlichkeit und ohne demokratische Legitimierung in die Position versetzt hätte, Entscheidungen zu treffen und Notstände auszurufen, die, wie gesagt, globale Wirksamkeit erlangt hätten, in dem Moment, wo wir einen Notfall haben. Muss ich wieder sagen, nein, nicht einen Notfall haben, sondern wo ein Notfall absehbar ist. Das heißt, selbst die Spekulation, dass sich ein Notfall ereignen könnte, hätte den Generaldirektor in die Position gebracht, bereits einen internationalen Notfall auszurufen und damit sozusagen den Hebel der WHO auf alle Länder anzusetzen. Was heißt das? Das bedeutet, dass die WHO entscheiden kann über Mobilität von Personen, dass sie entscheiden kann über medizinische Vorsorge und Therapiemaßnahmen. Das heißt, es kann eine Verpflichtung werden, Medikamente einzunehmen oder sich bestimmte Dinge spritzen zu lassen. Es kann ein Lockdown verordnet werden, es können auch andere Maßnahmen verordnet werden. Und das kann auch im Bedarfsfall so erfolgen, dass die WHO die Länder, die das ja unterschrieben hat, anhält, auch notfalls unter Einsatz von Gewalt diese Maßnahmen durchzusetzen. Und wie gesagt, das bereits im Verdachtsfall. Und aufgrund der umfassenden Definition des Begriffs Gesundheit durch die WHO als Zustand völligen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens, ja, muss man einerseits sagen, ist das ein illusorisches Ziel. Mit anderen Worten, wir sind alle permanent krank, ja, weil wir die Kriterien in der Praxis nicht erfüllen können. Weil sie so weit umfasst. Weil es so weit umfasst ist. Und damit sind wir therapiebedürftig. Und das andere ist, dass die WHO damit unter dem Begriff der Gesundheit auch, wenn man so sagen möchte, nicht direkt medizinische Aspekte mit einbezieht, wie zum Beispiel Umwelt, wie zum Beispiel Ernährung, ja, und basierend darauf zum Beispiel aufgrund einer Hitzewelle einen Notstand ausrufen könnte und plötzlich sagen könnte, die Leute in Südfrankreich dürfen ihre Wohnungen nicht mehr verlassen, weil es draußen zu heiß ist. Mhm. Und die Frage, wie dann die Parameter zu messen sind, bestimmt auch die WHO. Das heißt, auch die diagnostischen Tools werden von der WHO festgelegt und können ebenfalls beschlagnahmt werden. Das heißt, die WHO kann sagen, Deutschland hat zum Beispiel zur Infektionsdiagnostik den oder den Test bereitzustellen, zu produzieren und der geht dann in das Eigentum der WHO über sozusagen und ist dann verpflichtend anzuwenden, womit natürlich auch wieder eine massive Manipulation von Daten möglich ist. Und dann kommt noch dazu, dass sowohl die WHO als auch die UNO und im Konzert damit auch die Europäische Union ja sich, wenn man so sagen möchte, die Interpretationshoheit sichern über die Frage, was ist richtig, was ist falsch, was stimmt und was stimmt nicht. Das heißt, der Kampf gegen Missinformation, Desinformation und Malinformation wird zunehmend von diesen Organisationen auch formal sozusagen beschlossen und alles andere kann dann, und zwar vollkommen rechtskonform, zensuriert werden. Das heißt, wir befinden uns in multiplen Mühlen und darum ist es so wichtig, dass wir hier Solidarität zeigen. Sie kennen vermutlich diesen alten Satz, der so viel Wahrheit enthält, die wir vielleicht erst jetzt erkennen, wo es heißt, ich muss nicht deiner Meinung sein, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du sie äußern kannst. Gut. Und jetzt sehen wir, dass eine aus meiner Sicht unverantwortlich agierende Innenministerin in Deutschland einfach ein Journal abdreht, in dem fraglich, mit fraglicher Berechtigung
und juristisch meines Wissens dann noch nicht geklärt und deswegen auch eingeklagt, einfach ein Betrieb, ein Unternehmen undefiniert wird in einen Verein und unter dem Aspekt des Vereinsrechts das Ganze dann zugedreht wird. Also da passieren im Moment Dinge, wo langsam hoffentlich auch der Journalismus draufkommt, dass sie jetzt lange genug sich schmieren haben lassen, dass die Zeit jetzt reif ist, sich von diesen Fesseln der Bestechung zu befreien und dass sie endlich wieder ihren Job machen, nämlich solche Schweinereien aufdecken und da die Bevölkerung darüber informieren, weil das ist deren Aufgabe. Das sollte ihre Aufgabe sein, ganz richtig. Aber wir sehen ja, eine Zentralisierung der Macht findet nicht nur in den großen Gremien statt, sondern, und das schon viele hundert Jahre, in den Medien. Denn Medien lenkt ja Meinung der Massen. Ja. Menschen denken, sie hätten eine eigene Meinung. Sie haben die Meinung, die ihnen durch die Medien vermittelt wurde. Und sie können oftmals nicht mehr unterscheiden, was die eigene Meinung ist und was das ist, was ihnen indoktriniert wurde, was sie jetzt als ihre eigene Meinung empfinden. Herr Professor Hadic, meine letzte Frage. Sie sehen die WHO ja nicht nur aus demokratischer Sicht äußerst kritisch, das haben Sie ja gerade auch ausgeführt, sondern sind auch der Auffassung, dass die WHO in der Corona-Zeit zahlreiche, Zitat, nicht evidenzbasierte und im Nachhinein völlig falsche Empfehlungen abgegeben hat. Können Sie da konkrete Beispiele nennen? Schauen Sie, wenn man jetzt die Frage stellt, was hat die WHO in der Corona-Zeit falsch gemacht, dann kann man, wenn man, also jetzt, ich meine das nicht böse, sondern durchaus auf Sachebene, aber wenn man das mit einer gewissen Großzügigkeit bewerten möchte, kann man sagen, alles. Es gibt de facto, also man muss wirklich nachsehen, wo die WHO eine korrekte Position und zwar in einer Art und Weise eingenommen hat, dass es auch praktische Auswirkungen zugunsten der Erdenbürger genommen hat. Sie können beginnen beim Narrativ des natürlichen Ursprungs des Virus SARS-CoV-2. Nicht? Ich meine, die Evidenz, dass das Virus künstlichen, also Laborursprungs ist extrem hoch. Professor Wiesentanger in Hamburg, Korrekt. Den ich sehr schätze, Gleichfalls. Beziffert diese Wahrscheinlichkeit, glaube ich, mit 1 zu 10 Milliarden oder so, dass das auf natürlichem Weg passiert wäre, was da geschehen ist. Und wissen Sie, ich komme immer mit diesem optischen Vergleich. Natürlich können Sie ein Loch in der Erde ausheben, dort eine Glut hineingeben, dann ein paar Brocken Erz und ein paar Teflonfetzen hinein, können das zumachen, können 4 Wochen warten, das wieder ausbuddeln und sagen, hoppala, der Natur hat eine Teflonpfanne draus gemacht. Aber dass das durch die Natur passiert, ist wahrscheinlich mit einer Wahrscheinlichkeit in ungefähr gleicher Dimension ist. Das heißt, schon dort beginnt es, abgesehen davon, dass die WHO eine Begehung des Wuhan Institute of Virology gemacht hat und dort federführend einen Herrn Peter Daszak eingesetzt hat, der seines Zeichens über die EcoHealth Alliance beteiligt war. Und das ist mittlerweile ja belegt an der Gain-of-Function-Forschung, die in diesem Labor zum Thema Coronaviren stattgefunden hat. Exakt. Also da macht man ja den Bock zum Gärtner. Und das alles nicht nur sehenden Auges, sondern unter Federführung der WHO. Die Fragestellung, wie schaut das aus mit der Verwendung von Schutzmaßnahmen? Bei den Masken war es ein Hin und Her. Da war also zumindest die Aussage der WHO nicht eindeutig. Wir wissen, dass die nichts bringen. Ja, das Social das Distancing. Sagen Sie selber auch als Mediziner an die vielen Leute, die ja das Maskenfetisch ausgelebt haben. Ja, Sie sagen selber, die Masken bringen nichts. Das war von vornherein evident. Ja, also ich meine, auf den FFP2-Masken ist ursprünglich auf der Hülle draufgestanden, nicht gegen Virusinfektionen. Es ist draufgestanden, weil die FFP2-Maske ist eine Atemschutzmaske. Und wir können jetzt 5 Minuten drüber reden, welche Vorgaben
vor Corona im Bereich der Arbeitsmedizin erforderlich waren, damit jemand überhaupt diese Maske tragen kann und welche zeitlichen Limits er einhalten muss, damit einer Gesundheitsschädigung vorgebeugt wird. Alles das ist gekippt worden und das unter den Augen der WHO, die durchaus hätte sagen können, wenn es mir um die Weltgesundheit geht, bitte hört auf mit den FFP2-Masken. Das ist schädigend. Ja? Es ist fortgeführt worden mit den PCR-Tests, ja, die ja zum Teil also wirklich von grindiger Qualität waren, ja, und wo man, auch das kann ich jetzt mathematisch nicht darlegen, aber Sie können davon ausgehen, ich habe das jetzt vor kurzem durchgerechnet, anhand von Kriterien, die derzeit als PCR-Tests verwendet werden, mit einer Sensitivität von praktisch 100%. Das heißt, jeder positive Test wird erkannt. Und nebenbei auch ein paar, die eigentlich nicht positiv sind. Mhm. Wie wir das auch von Schwangerschaftstests kennen, von HIV-Tests kennen und so weiter. Damit uns einmal keiner durchrutscht. Aber dann von einer Spezifität von 96 oder zwischen 94 und 96, also im Schnitt 95%. Was bedeutet das? Das heißt, dass jeder 20. falsch positiv ist. Wenn Sie eine Durchseuchung von 1% haben, haben Sie damit aus 6 positiven Ergebnissen sind 5 falsch positiv. Und nur einer richtig. Das könnten wir jetzt durchrechnen. Mhm. In der Situation jetzt, unter dem Druck des Interviews, kann ich Sie nur bitten, mir das zu glauben. Ja? Aber damit ist die Aussagekraft eines positiven Tests relativiert. Und wenn man dann denkt, welche Konsequenzen so ein positiver Test für das praktische Leben der Bürger gehabt hat, kann man sich mit solchen Testkriterien nicht zufrieden geben. Das ist ein massiver, menschenfeindlicher, nicht zu verantwortender Einschnitt in das Leben dieser Menschen. Und die WHO hat nicht nur dazu geschwiegen, sondern hat es zum Teil sogar, sage ich, gefordert. Die Relativierungsversuche dann waren eher erbärmlich, muss man sagen. Und nicht zuletzt auch die Zahlen, die propagiert worden sind, um die Injektionssubstanzen, die ich bewusst als Spike-Stoffe und nicht als Impfstoffe bezeichne, zu pushen. Vielleicht nur am Rande dazu eine interessante Feststellung. Schon vor langer Zeit wurde der Gentherapeutika-Paragraph geändert. Und es stand drinnen, dass Gentherapeutika Substanzen sind, die sozusagen diagnostisch, therapeutisch und prophylaktisch eine Wirkung auf die Gesundheit von Menschen haben sollen, indem ins Genom eingegriffen wird. Und drunter steht, Impfstoffe sind keine Gentherapeutika. Man müsste meiner Meinung nach auch aus den Erfahrungen mit diesen Substanzen, bevor sie am Menschen angewandt wurden, diesen Satz auch umdrehen und sagen, Gentherapeutika sind keine Impfstoffe. Ja? Also ich finde, das ist ein Satz, den man in beide Richtungen artikulieren muss. Und diese Substanzen wurden mangels oder obwohl es eklatante Mängel sowohl in der Herstellung als auch in der Lagerung, im Ausrollen, in der Sauberkeitskontrolle und so weiter gegeben hat, in einer unverantwortlichen Art und Weise von der WHO gepusht. Es waren, Sie werden das ja vielleicht eh wissen, in diesen Substanzen neben der modifizierten mRNA, die nicht mit einer normalen mRNA vergleichbar ist, auch bis zu 30% DNA drinnen, die deutlich leichter ins menschliche Genom eingebaut werden kann. Was immer abgestritten wurde, ne? Ja, ja, aber es ist ja mittlerweile erwiesen, nicht? Man kann das ja sehr gut kontrollieren, ja? Es wurde mit absolut falschen Zahlen agiert und sukzessive nachjustiert. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern. Am Anfang hat man gesagt, 2 Injektionen verleihen dauernden Schutz. Dann hat man gesagt, na 2 nicht, man braucht noch eine dritte. Okay. Nicht? Dann hat man gesagt, na, man muss eigentlich regelmäßig injizieren. Dann hat man gesagt, na, also das mit dem Schutz ist relativ zu sehen, die Person selbst ist schon geschützt, aber vor Ansteckung kann es nicht schützen. Dann haben sie gesagt, na, also es kann zwar vor Ansteckung nicht schützen und selbst ist man zumindest vor einem schweren Verlauf geschützt. Und letzten Endes muss man sagen, nicht einmal das stimmt. Ganz im Gegenteil, es gibt im Zusammenhang mit diesen Substanzen mehrere, zum Teil auch durchaus dramatische Einwirkungen oder Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, wobei wir sagen müssen, aufgrund der Dauer, die diese Substanzen jetzt im Einsatz sind,
können wir es ja noch gar nicht absehen, was alles passieren wird. Aber immerhin hat ein, wie ich finde, guter Epidemiologe im Mai letzten Jahres, also Mai 2023, nachdem das praktisch im Jahr 21 begonnen hat, ich weiß Ende 20, aber wenn wir jetzt so rechnen wollen, also grob gesagt für das Jahr 21, 22 und bis zum Mai 23, also sagen wir grob in 2,5 Jahren, weltweit geht er davon aus, dass 17 Millionen Menschen durch diese Injektion umgebracht worden sind. Und er verwendet auch diese Formulierung. Und es ist jetzt jüngst eine globale Übersterblichkeit errechnet worden in 127 Ländern der Welt, wo wir davon ausgehen müssen, dass mehr als 30 Millionen Menschen in diese Übersterblichkeit hineingefallen sind. Ich meine jetzt nicht, dass die alle auf das Spiken zurückzuführen sind. Es ist sicher auch eine mangelnde Gesundheitsversorgung und so weiter und so fort. Wir haben den Faktor der Depression. Wir wissen also, ich glaube, nicht zu übertreiben, wenn ich sage, dass in Deutschland unter den Jugendlichen, also zwischen dem 12. und 18. Lebensjahr, bis zu einem Viertel der Jugendlichen an Selbstmord denkt, was ein Offenbarungseid ist für unsere Gesellschaft. Was haben wir diesen Menschen angetan? Der empfindlichsten Gruppe unserer Gesellschaft. Und es wird einem schlecht dabei und gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man geht ins Eck, setzt sich hin und weint, oder man steht auf und sagt, das darf so nicht sein und bitte kümmern wir uns um diese Leute. Die Jugendpsychiatrie war der einzige Bereich in der Corona-Zeit, wo triagiert werden musste. Nicht auf den Intensivstationen mit den Beatmungsplätzen, sondern in der Jugendpsychiatrie. Und das ist erschütternd, was hier passiert. Und dann wird noch, auch seitens der WHO durchaus unterstützt, mit so Zahlen agiert. Und ich meine, Sie kommen ja im weitesten auch aus einem Bereich, wo man mit Zahlen arbeitet. Aber die Rechnung ist noch viel einfacher. Die kann, glaube ich, jeder draußen nachvollziehen. Es wird ja immer propagiert, dass diese Injektionssubstanzen 20 Millionen Menschenleben gerettet haben. Ja? Wenn wir jetzt sagen, und das ist, glaube ich, eine durchaus vertretbare Zahl, dass die Infektion mit SARS-CoV-2, also Erkrankung Covid-19, in 0,1% tödlich endet. Ja? Es ist niedriger, ich weiß es. Und in bestimmten Bevölkerungsgruppen, also bei Kindern ist 0,003 irgendwo. Ja? Also mir ist bewusst, das ist schon sehr im Sinn der Tödlichkeit wohlwollend gerechnet. Wenn wir so sagen, 0,1% Tödlichkeit und 20 Millionen Menschenleben gerettet, dann müssen wir ja diese 20 Millionen mit dem Faktor 1000 multiplizieren, wenn wir davon ausgehen, dass jeder gespiked worden ist und niemand daran gestorben ist. Ja? Mathematisch müssen wir also 20 Milliarden Menschen auf der Welt haben. Das geht sich nicht aus. Es geht sich nicht aus. Und das ist eine ganz einfache Kopfrechnung. Und da sieht man, wie wir belogen und betrogen werden. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir aufstehen und uns letztendlich unserer Macht bewusst werden. Und damit meine ich jetzt nicht Gewalt. Ich springe mich immer, immer dafür aus, dass wir friedliebend bleiben und dass wir auch Nachsehen haben mit manchen Leuten, die vielleicht nicht so schnell oder nicht so deutlich aufgewacht sind, wie wir das sind. Aber dass wir realisieren, dass uns hier Grundrechte für die Generationen Blut und zum Teil ihr Leben gelassen haben, um das für uns heute zu erkämpfen, dass diese Grundrechte, die nämlich genau für diese Situation geschaffen worden sind, das Versammlungsrecht, ja, die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung und so weiter und so fort, genau für solche Situationen, dass uns das jetzt genommen wird durch zum Teil also wirklich rechtliche Winkelzüge, die wir durchschauen sollten und wo es plötzlich zu sehr fragwürdigen Uminterpretationen von Begriffen kommt, die wir so nicht tolerieren sollten. Und die alle sind nur nicht demokratisch. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, Herr Professor Hadic. Sie gehören zu den Menschen, die aufgestanden sind, die sich auch ganz klar dazu äußern. Das schätze ich sehr. Ich denke auch ganz viele Zuschauer, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Ich fand das jetzt beeindruckend, wie offen man hier gesprochen hat. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Gerne. Danke für die Einladung. Danke sehr. War sehr lieb. Dankeschön.